So, da bin ich wieder zurück mit einem kleinen Tipp für euch, denn jeder kennt es, wenn ihr auf hoher See ist oder gerade von, keine Ahnung, von der einen Insel zur anderen will, aber der Wind steht gerade ganz schlecht, wissen wir müssen zickzack fahren, so wie es halt auch in der Schifffahrt ist. Den Wind können wir nicht beeinflussen. Warte mal, Wind beeinflussen? Doch, den Wind können wir beeinflussen. Aber ich sag vorweg, es ist mit Cheaten verbunden. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, manchmal kann das Reisen mit dem Schiff echt zur Qual werden, nur weil der Wind halt einfach komplett aus der falschen Richtung kommt. Wir müssen um eine Insel rum, der Wind verändert sich einfach nicht und es geht gefühlt kein bisschen mehr voran. Wenn ihr das Ganze ändern wollt, kann ich euch jetzt den Tipp geben, wenn ihr nicht cheaten wollt, in Anführungszeichen, dann beendet einfach das Video. Solltet ihr noch weitere Tipps bekommen, dann einfach in der Playlist nachgucken, die ich am Ende dann abspiele. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein. Was müsst ihr tun? Also, einmal F5 drücken, dann müsst ihr eingeben. I'm a Cheater. Bedeutet immer, ja, du bist jetzt ein Cheater. Zack, wir aktivieren das Ganze. Dann gehen wir nochmal gerade zurück. Wir sehen, der Wind kommt aus ganz leicht aus dem Osten. Aber das wollen wir jetzt ändern. Zack, dafür geben wir ein Wind. Jetzt aufgepasst. 0 ist der Norden. 90 ist quasi Osten. 180 ist Süden. Und 270 ist der, warte mal, nicht ohne Seife waschen, ist der Westen. So, wir geben ein 180 und Windstärke 1 und Abfahrt. So, passen wir jetzt auf den Wind auf. Und ihr seht, der Wind dreht sich, der Wind bläst auch schön auf. Deshalb auch die 1. So, wollen wir das Ganze aber jetzt aus einer anderen Richtung haben. Wieder F5, einfach Wind. Dann gehen wir einfach auf 90 und die 1. Dann wieder die Enter-Taste. Und wie ihr seht, der Wind dreht sich wieder. Und so könnt ihr das halt auf dem Ozean oder auf dem Fluss, je nachdem, wo ihr seid, komplett ändern. Ihr könnt das Ganze natürlich auch anders machen. Einfach Wind, wie ich sage jetzt mal einfach 45, ne, nicht 465, sondern 45, 1, wieder Enter-Taste. Dann gehe ich raus. Ihr seht, der Wind dreht schon wieder. Da müsst ihr halt einfach mal rausfinden, wie die Richtung ist. Aber so ist die Kurzerklärung. Und es gibt halt nur Windstärke 1, das ist halt volle Kanne. Oder aber ihr geht wahrscheinlich hin. Warte, das könnten wir eigentlich gerade mal ausprobieren. Habe ich nämlich selber noch nicht gemacht. Wind. Machen wir jetzt einfach mal 270, aber 0,5. Also 1 ist die höchste Stufe, 0 ist die niedrigste. Also Wind ist einfach der Windbefehl. 270 gibt an, aus welcher Richtung der Wind kommen soll. Und die Zahl dahinter ergibt quasi die Windstärke. Weil Dauerwind, ja gut, auf hoher See, Dauerwind ist okay, aber wir gucken mal gerade, ob der Wind jetzt schwächer wird. Der Wind dreht und ja, ich würde behaupten, der Wind ist schon schwächer geworden, weil so ein starker Wind ist natürlich ein bisschen heftig. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. So könnt ihr besser auf dem Ozean vorankommen. Ich finde, das ist ein nützlicher Cheat. Es erspart halt Zeit. Man kann natürlich auch das Ganze ohne machen, ist jedem frei belassen. Und in dem Sinne würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Wer den Kanal abonnieren würde, wäre natürlich auch nett. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken und haut rein.